Hola Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben das letzte Mal Micheletto bis hier zum Kolosseum verfolgt. Und ja, dort müssen wir jetzt Pietro beschützen. Ich weiß allerdings noch nicht ganz, wie ich jetzt da hochkomme. So könnte das natürlich klappen. Ja, sehr cool. Ja, unbemerkt müssen wir jetzt da hoch. Natürlich, war ja klar. Wann ist hier auch mal was nicht unbemerkt? Aber wir sind ja auch ein Assassine. Jetzt müssen wir da nach rechts irgendwo. Ich sehe es noch nicht ganz. Wo jetzt das nächste ist. Hi. Ja, und es ist nachts. Ich hoffe, ich komme hier jetzt hoch. Ich glaube, ich muss auch schon ganz nach oben. Was eine Aktion, Ezio. So, erstmal wieder darüber. Ja, das sieht doch gut aus. Da kommen wir doch hoch. Ich will mal nach unten gucken. Ach du Scheiße. So. Jetzt sind wir oben. Jetzt müssen wir erstmal hier runter. Oder auch nicht. Ja, wundervolle Wege, die wir mal wieder gehen dürfen. Ich hasse diese Mission ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen, weil die ein bisschen schwierig ist. Und habt ihr euch den Weg gemerkt? Ich nicht. Da müssen wir übrigens hin. Nur als Hinweis. Mein Gott! Naja. Mein Gott! Warum? Warum hast du mich Das ist verlassen? Pietro. Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet! Und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr. Ja, du wirst nie mehr trinken. Aber an der Kartoffel nuckeln. Yeah. Okay. Das ist übrigens dieser komische Weg, der uns gerade gezeigt wurde. Der steht hier ja um die Ecke. Der kommt jetzt hier wieder vor. Die gute und längst überfällige Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag. Ob es böse ist oder gut. Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr, auf der Hand und
fließen Blut und Wasser. Und meine Augen trügen nicht. Ich sehe beides ganz gewiss. Herr, wo kommt dies Wasser her? Oh je, und wehe mir. Was habe ich getan? So. Den Mann vor mir, vergebe mir, erschlug ich an seiner Stadt. Um Gnade, Herr, flehe Hallo. Ich nun. Ich war nicht, wir haben es geschafft. Das war doch ganz easy. Ich muss auf die Bühne. Ich sie sagen, dass Blindheit du und andere Plagen mit deinem Segen hättest geheilt. So wie es heute mich ereilt. Dir diene ich und steh dir bei. Du wirst in der Tagen drei auferstehen. Herr, dafür bete ich. Ihr habt mich enttäuscht, mein Herr. Ich werde leicht gebrochen. Ich meine es todernst, Bronto. Hä? Wo müssen wir denn hin? Ach, hier, okay. Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn, wahrlich, okay. Wir müssen jetzt hier den richtigen Ort finden, wo wir uns hinstellen müssen. Der leuchtet übrigens. Der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, so, jetzt müssen wir darüber gehen. Angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt. So. So ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, so. Lasst mich legen in ein Grab. Oh, das reimt sich aber schön. Ein neuer Platz. So, wir sind da. Josef, stets bereit in gutem Glauben, wenn der Centurio sagt. Ja, ich denke, das war's. Hey. Ha. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Aha. Okay. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt fliehen müssen. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wachen fern. Oh je. Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Und wir dürfen nicht schwimmen. Ich hoffe, das mit dem Nicht-Schwimmen kriegen wir hin. Ezio! Wir kommen, um zu helfen! Stoppt die Wachen! Ja. Wir müssen uns übrigens ein bisschen beeilen, weil dieser Pietro, wie er vielleicht oben links sieht, so langsam seine Lebenspunkte verliert. Wer seid ihr? Euer Retter. Bitte, mein Lieber. So, wir sind da. Hoffentlich kann der Arzt ihm helfen. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Nein, Glück ist da direkt ein Arzt gegenüber. Etwas besser. Ein Adelass wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Ja. Dass er den auch bei sich hat, in diesem komischen Lendenschurz. Halt! Wartet auf uns! Ah. Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen!
Un momento. Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Aha. Wir müssen ihn rammen. Dürfen wir jetzt schwimmen? Ich glaube nicht. Wieso sind schon wieder alle hinter uns her? Das gibt's doch nicht. Ah! Da ist er wieder hinter mir. Nein! Lass mich durch! Cool, jetzt haben wir ein Pferd. Geil, wir hatten ein Pferd. Warum floht ihr? Ich. Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Oh nein. Sorry, Leute. Da wollte gerade meine Mutter zu mir. Wo müssen wir hin? Gott. Wir müssen ganz schnell sein. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit vertrödelt. Wir haben noch eine Minute. Spannende Musik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinrenne. Nein, warum steht da wer im Weg? Nein! Oh, fuck. Wir durften nicht schwimmen. Wie ich das immer vergesse. Boah, Ezio, hattest du es bald mal, bitte? Boah. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unteren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja, danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Gesù diesmal 3 Tage früher auferstanden. Mist. Jetzt haben wir gerade das mit den 100% verkackt. Genau am Ende. Ah, Mist. Das war jetzt ein bisschen doof von mir. Da habe ich das schon wieder voll vergessen, weil so Action und so war. Und dann ging auf einmal alles drunter und drüber und man musste voll schnell reagieren. Und ja, da habe ich das voll vergessen, dass wir ja nicht schwimmen dürfen. Und bin einfach mal drauf losgesprungen, um ganz schnell zu sein. Naja, ich denke, wir werden es verkraften. Huch, da steht ja wer. Macht Faxen. Nee. Che vergogna! Was ist denn das für einer? So einen habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Eins von 5 Harlequins. Toll. So einen Typ habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Was ist das für ein Ding? Sehr witzig.
Aber es war schon mal richtig, dass wir den nur verprügelt haben und nicht getötet. Jetzt habe ich mir nämlich irgendwie gedacht, dass wir das nicht töten dürfen, das Ding. Aber wie findet man diese Typen? Ich habe so einen noch nie gesehen. Echt noch nie. Holen wir uns mal den Schatz. Und hier den Steckbrief. Ja, hallo? Na, offensichtlich nicht. Ach komm. Kann ich jetzt den Steckbrief mal abreißen? Danke. Das hat mich wieder viel zu viele Armbrustbolzen gekostet. Vielleicht kriege ich mal ein paar. Nee, man kriegt hier ja keine wieder. So, hier ist noch ein Schatz. Da oben bestimmt. Ja, Ezio. Du sollst da einfach runter. Oh Mann. Manchmal macht das einem aber auch echt nicht leicht. Kärtchen. Ah ja, wir wollten ja eigentlich diesen Diebesauftrag da machen. Zack. Markieren wir uns den mal. Sonst laufe ich dann nämlich wieder dran vorbei. Durch die Hecke war das gerade. Quasi. Der Dieb ist doch bestimmt auch wieder hier irgendwo oben, oder? Ja, jetzt so genau. Ah ja. Hi. Ezio, einer der Anführer der Centauri, ist in unsere eigene Gilde vorgedrungen. Er ist ein notorischer Lügner und für den Tod vieler unserer Männer verantwortlich. Kommt, ich führe euch zu ihm. Den verräterischen Dieb finden und eliminieren. Den Dieb mit der, den Verräter mit der versteckten Klinge eliminieren. Okay, machen wir. Wieso wechselst du immer auf Dings? Müssen wir dem hier wieder mal folgen. So Missionen kennen wir ja schon. Och, genau. Flieg erstmal 5 Kilometer weit, Ezio. Hier glitzert irgendwas. So, merkt ihr mal, dass da ein Schatz ist. Debekarte. Wo klettert der denn rum? Junge, willst du da hoch? Oh, okay. Machen wir das so? Yeah. Genau. Ergreift ihn! Kommt aufs Tor!
Ja, jetzt haben wir zwar nicht die volle Synchronisation, weil wir den Typ nicht mit der versteckten Klinge getötet haben. Aber wir haben das Ganze überlebt. Die zwei hier leider auch, ist mir jetzt egal. So. Oh, wir müssen jetzt von hier weg. Okay, schnell weg. Fertig. Sehr schön. Gesund schrumpfen hieß die Mission. Cool. Da hat der uns doch eiskalt verarscht. Uns in einen Hinterhalt gelockt. Das ist ja böse. Boah, wie viel Geld in der Bank. Auf der Bank. In der Bank. Ah, hier. So. Hier ist noch ein Schatz. Da. So, und ich habe jetzt noch was, was wir mal wieder machen könnten. Was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, nämlich hier unsere Assassinen. Bei denen hat sich ja auch einiges getan. Ja, die Mission war erfolgreich. Da haben wir jetzt in Stufe 4 einen neuen Assassinen. Und zwar haben wir hier noch einen Fähigkeitenpunkt bei Hermano Erba. Oh, der hat noch gar keine verteilt. Okay. So. Dann gucken wir mal nach Aufträgen. Gucken wir mal in Wien. Oh, das sieht doch nach einem super Auftrag aus. Da schicken wir auf jeden Fall die hier mit hin. Den und den. So. Bei 98% können wir das schon mal starten. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu schwierig. Das hier können wir noch wagen. Oder? Ne, die scheint auch ein bisschen sehr schwierig zu sein. Das machen wir lieber nicht. Vielleicht in Rom ein paar Missionen einen Historiker angreifen. Hm. 81 Punkte gibt das nur. Schicken wir mal den hier hin, der kriegt dann auf jeden Fall ein Level Up. Und schauen wir mal in Konstantinopel. Oh, hier kriegen wir Pomander. Schicken wir die zwei hin. Und den Rest behalten wir bei uns. Damit wir auch noch ein paar Assassinen auf unseren Missionen einsetzen können. Jetzt würde ich gerne noch schnell zu einer Bank. Ist hier denn eine irgendwo in der Nähe? Hier ist noch ein nicht ausgebauter Pferdestall. Da können wir eben hin und dann gehen wir noch kurz zu einer Bank. Ich überziehe hier gerade ein bisschen, ich weiß. Aber das habe ich in den letzten Folgen auch gemacht. Und ich möchte ja euch möglichst viel zeigen und so weiter. Und ja, dazu gehört auch, dass man hier den Krams ausbaut. Und Schätze findet. Die stehen nämlich überall auf diesen Dächern drauf. Kann man noch eine Medizin nehmen? Buddhistische Gebetsperlen. Oh yeah. Das brauche ich unbedingt. Wo ist der? Ach, da ist der Stall. So. Ja, den möchte ich renovieren. Sehr schön. Schauen wir mal ganz kurz. Dann, ja, da gehen wir hin. Zu der Bank. 8 von 9 Pferdestellen renoviert. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn man alle hat. Ob es dann irgendeine Belohnung gibt, da kann ich mich jetzt leider gerade nicht mehr dran erinnern. Vielleicht kriegt man ja dabei dann irgendwas, wenn man alle hat. Hier ist noch ein Schatz. Den möchte ich noch haben. Ist der hier? Wo ist der denn? Bin ich jetzt doof? Wo ist der Schatz? Ach, da unten? Mensch,
So. Kaffeebohnen. Yay. Warum tut jemand das in eine Kiste? Und warum kletter ich hier hoch? Das ist total bescheuert. So. Weg da. Okay, die Wachen ramme ich jetzt mal nicht. Die sehen das nicht so gerne. So. Dann sind wir auch direkt wieder auf der Isola Tiberina, wo auch unsere Story ist. So. Noch eben Geld abheben. Jetzt sind wir wieder mega reich. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt für heute von euch und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder mit Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dann!